Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wollte ein Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle, er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, Jesus hat uns das Gebot der Nächstenliebe aufgetragen. Das Evangelium ist ein Evangelium der Wahrheit und der Liebe. Und es ist immer wichtig, dass beides zusammengehört. Liebe ohne Wahrheit ist keine Liebe. Und Wahrheit ohne Liebe ist auch keine Wahrheit. Und wir leben in einer Zeit, die der Meinung ist, das Christentum und das Evangelium auszuhebeln. Man nennt es die Gutmenschen oder den Liberalismus und so weiter, eine falsch verstandene Toleranz, in der man die Bevölkerung manipuliert, indem man immer die Mächtigen in die Opferrolle bringt und dadurch ihre Agenden durchzusetzen. Es ist natürlich wichtig, benachteiligte Gesellschaftsschichten nicht schlecht zu behandeln. Aber es wird zu einem Evangelium der Lüge, wo man eine Tyrannei aufbaut, eine Meinungsdiktatur, die nicht mehr der Wahrheit entspricht, wo das Opfer
fleißig arbeitet, immer nur der Dumme ist, wenn der sich für Gerechtigkeit einsetzt, intolerant hergestellt wird und so weiter. Mir gefällt sehr gut, euch gefällt sicher auch, der Robin Hood. Schauen wir alle im Fernsehen an. Und der Robin Hood ist ein super Beispiel für diese gesellschaftliche Lüge. Denn er baut so schön das arme Opfer und der böse Sheriff von Nottingham. Ja? Und auch jeder würde sich natürlich gerne in der Position von Robin Hood sehen. Und die anderen sind dann immer der Sheriff von Nottingham. Heutzutage leben wir in der Lüge, dass der Sheriff von Nottingham sich als Robin Hood verkleidet und das Volk tyrannisiert und belügt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir festhalten an wahren Evangelium. Dass wir wirklich dem Nächsten helfen, der unmittelbar neben uns ist. Dass wir das Gebot der Nächstenliebe nicht missbrauchen lassen und dadurch gewissen gesellschaftlichen Schichten da eine Vormachtstellung geben. Weil da ist nie einem konkreten Menschen geholfen, da geht es nur um Gesellschaftspolitik. Und das ist etwas sehr Schlimmes, weil dann bleiben immer die wirklich Armen auf der Strecke, der konkret ein paar Haustüren weiter von mir wohnt, die alte Frau, die Hilfe braucht. Der Einzelgänger, der nicht gescheit mit dem Leben zurechtkommt, den man aus dem Weg geht, der unzuverlässig ist und so weiter. Die wirkliche, konkrete, handgreifliche Hilfe, die übersieht man sehr leicht, wenn man allzu obergescheit sein will. Und so waren eigentlich auch die Pharisäer und bei dem Gleichnis, die viel zu sehr mit ihren hohen Gedanken und Ideen verbunden waren und das Nächstliegende übersehen haben und drüber geschrieben sind. So wollen wir den Herrn bitten, dass er uns seine Wahrheit und seine Liebe ins Herz legt, dass wir das tun, was er von uns will.